So, liebe Leute, willkommen zurück hier auf Panorama. Wir testen eine andere App. Ja, ich sitze hier vor der Tür. Hier, das ist die Tür. Weil es gerade der beste Platz ist. Alles andere ist belegt hier. Gerade auch wenn meine Tochter dann was macht, dann ist natürlich nicht die Ruhe da, mit der ich hier Spiele aufnehmen kann. Wir spielen The Parallax. Das ist ein Spiel. Ich habe es, ein Spiel wahrscheinlich. Ich habe es gesehen im Google Play Store. Ich habe ein bisschen was drüber gelesen. Also eine Bewertung nur. Und die hat mich richtig weggehauen. Deswegen teste ich das jetzt einfach mal. Die Personen und die Handlungen dieser Apps sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig. Wenn ihr die App kennt, lasst es mich wissen, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten starten wir einfach mal. So, David Blythe. Hallo? Developer teilen, okay. Moment, ich ziehe das mal hier rüber. Hallo. Klicke auf das Eingabefeld, um auf die Nachricht zu antworten. Wische nun links und rechts, um zwischen den Nachrichten zu wechseln. Hallo, was gibt's? Wer ist da? Wer ist da? Das ist gut. Schicke eine Nachricht ab, indem du auf den Senden-Button drückst. Ach so, muss ich das auswählen? Was gibt's? Kenne ich gar nicht. Schreibt. Erhältst du meine Nachrichten? Kannst du mich verstehen? Bitte nicht weggehen. Wer ist denn dort? Hi. Ja, ich bin da. Bin ich echt gespannt, was das für ein Spiel ist. Was ist das? Oh Gott sei Dank, endlich. Wer bist du? Kann ich dich anklicken? David Blythe. Okay. Mein Name ist David Blythe und ich bin der letzte Überlebende. Letzte Überlebende von was? Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. So, hey, der letzte Überlebende von was? Danke. Hätte ich auch geschrieben. Der letzte Überlebende von was? Von was bist du? Er schreibt. Was ist das hier oben? Sieht aus wie eine Möhre. Schau ein kurzes Werbevideo für Gratisinhalte. Aha. Hier gibt es Tickets, das kann man kaufen praktisch. Half-Season-Box, The Parallax. Für 10 € 300 Tickets und 150 Minuten. Was ist das? Von was? Der großen Katastrophe, der Apokalypse, Armageddon, der tödlichen Seuche. Du weißt schon, Weltuntergang und so. Du bist ja lustig. Gut im Verdrängen. Was würde ich auch gerne so gut können? Was? Nein, ich sitze hier. Ich gebe mir Mühe. Jetzt, wo du es sagst, danke, dass du mich daran erinnert hast. Und du hast überlebt. Wir nehmen es etwas mit Humor. Jetzt, wo du sagst, danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich bin echt gespannt. Bisher ist es einfach so ein Messenger, es vibriert so in der Hand und es hilft alles nichts. Wir müssen der Wahrheit ins Auge blicken. Außer uns ist niemand mehr übrig. Was? Ich habe mich auch erst mal in der Wohnung eingeschlossen, als es losging. War im Nachhinein nicht die schlechteste Idee. Keine Ahnung, wahrscheinlich hatte ich einfach nur Glück. Es lief in letzter Zeit nicht so gut. Ich hatte meinen Job verloren und so ohnehin keinen Grund rauszugehen. Wer weiß, vielleicht wäre ich ansonsten bei so einer dummen Gelegenheit wie auf dem Weg zur Arbeit infiziert worden. So brauchte ich aber nur die Tür abzuschließen. Dann habe ich abgewartet. Was hätte ich schon machen sollen? Ich konnte nur am Fenster stehen und zusehen, wie sie unten wie die Fliegen wegsterben. Und dann kamen die ersten dieser Monster, die Untoten, die SH-311. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie sie sich verwandeln. Das war grauenvoll. Als ich mir sicher war, dass aus meinem Haus niemand mehr am Leben war, habe ich die Nachbarwohnung nach Essbaren durchforstet. Viel habe ich nicht gefunden, ein paar Konservenfertiggerichte und unten bei Mrs. Crawley stapelweise selbstgemachte Marmelade. So habe ich überlebt. Das war vor 6 Monaten. Ich bin der Letzte hier, der letzte Überlebende. Also ich sitze in der Wohnung, ich bin hier von Zombies, SH3. Und wie hast du mich gefunden? Ja, das ist bestimmt so ein Irre. Weil ich sitze ja hier. Ich wollte natürlich nicht wahrhaben, dass irgendwo da draußen nicht doch noch andere wie mich geben müsse. Jedoch wusste ich nicht, wo ich suchen sollte. Die Wohnung verlassen war mir außerdem zu riskant, also habe ich diese Anlage gebaut. Ich habe das Smartphone in den Computer angeschlossen und ein kleines Programm geschrieben. Das erstellt eine Liste aller denkbaren Rufnummerkombinationen und schickt automatisch an jede eine SMS in der Hoffnung, dass ich so mit anderen Überlebenden in Kontakt treten könnte. Nichts, keine Reaktion. Ich habe Millionen Anschlüsse durchprobiert, außer dir hat niemand geantwortet. So, ist erstmal ganz interessant bisher, finde ich. Er schreibt ein bisschen schnell, finde ich, für das, dass ich ihm gerade eine Frage gestellt habe, als wäre das schon geskriptet irgendwie. Also, gut, was können wir schreiben? Wie soll das auch funktionieren? Die Netze und Geräte sind doch bestimmt nicht mehr intakt. Du musst deine Wohnung verlassen und nach anderen suchen. Ist es nicht merkwürdig, dass du überhaupt noch Strom hast? Kluge Frage. Was schreibt David?
Das finde ich auch erstaunlich. Genau erklären kann ich es mir nicht. Ich denke, es hat damit zu tun, dass man vor einigen Jahren intelligente Stromnetze aufgebaut hat, die sich vollautomatisch verwalten und warten. Das war damals ein Riesending. Aufgrund des Energiewandels war man gezwungen, die alten Leitungen durch kluge Systeme zu ersetzen, um die Versorgung Tag und Nacht sicherzustellen. Dezentrale Netze hat man das genannt. Mitdenkende Versorgungssteuerung, autarke Kontrollsysteme. Man hat Milliarden in Mikrodrohnen investiert, die elektrischen Komponenten selbstständig am Laufen halten. Und dann weitere Millionen in Mikrodrohnen, die Mikrodrohnen reparieren. Ein gigantischer Aufwand, aber allem Anschein nach war er erfolgreich. Obwohl schon vor Monaten alles andere zusammengebrochen ist, die Energie und auch die Kommunikationsnetze sind nach wie vor online. Nun gut, also wahrscheinlich kommt er mal aus der Zukunft, der liebe David. Was hast du jetzt vor? A, verstehe, du musst deine Wohnung verlassen, nach anderen suchen. A, verstehe. Ja, Entschuldigung, da schreibt mir jemand, der tut so, als wäre er aus der Zukunft, nach einer Apokalypse. Glaube ich kein Wort. So ist es. Und damit bin ich der Einzige hier, der Letzte, allein. Warum? Ich bin doch auch hier. Kannst mit mir schreiben. Aber immerhin habe ich dich gefunden. Das macht mir Hoffnung. Okay, David. Er schreibt noch. Warte mal, da war was. Okay. Was? Okay. Wo? Okay. Wir sind total relaxed. Ich habe etwas gehört unten auf der Straße. Moment, ich sehe mal nach. Du musst auf die Antwort von David Bla. Du gehst ja nicht weg, oder? Ich bleibe am Handy. Schreib mir, wenn du weißt, was da los ist. Keine Angst, ich bin da. Schreib mir, wenn du weißt, was da los ist. Nein, ist es. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt, wofür ich auch die Tickets brauche und so weiter. Irgendwie müssen die ja Geld verdienen wollen, das ist ja jetzt nicht bloß. Oh nein, vor dem Haus haben sich ein Dutzend SH-311 versammelt. Sie versuchen, die Eingangstür aufzubrechen. Wenn sie das schaffen, sitze ich hier in der Falle. Ups. Kannst du flüchten? Was machen wir jetzt? Bleib in deiner Wohnung, vielleicht bemerken sie dich nicht. Flüchte. Flüchten ist gut. Flüchten machen wir Menschen, wir können das gut. Leichter gesagt als getan. Unten kann ich ja nicht raus, so wie die den Eingang bearbeiten. Ja klar, David. Ich könnte natürlich versuchen, in die Wohnung im Erdgeschoss zu kommen, ne? Zu kommen und dann über ein Fenster in den Hinterhof flüchten. Vorausgesetzt, die Haustür hält dem Druck lange genug stand. Denn sonst laufe ich denen direkt in die Arme oder ich steige auf das Dach. Von dort aus kann ich vielleicht auf eines der Nachbarhäuser. Vermutlich, denn dort oben war ich noch nie. Oder aber ich bleibe einfach hier in der Wohnung und hoffe darauf, dass sie mich nicht finden. Angesichts der Alternative erscheint mir diese Option durchaus nicht wenig verlockend. Was meinst du? Ah, David, ich kann doch für dich nicht die Entscheidung treffen. So nach einem Ausgang im Erdgeschoss, flüchte über das Dach, sperre die Wohnung ab und sei leise. Vielleicht verschwinden sie von selbst wieder. Aber was wollen sie in dem Haus? Wenn das irgendwelche Zombies sind? Haben sie vielleicht mitgekriegt, dass er da ist? Flüchte über das Dach. Flüchte über das Dach, mein Freund. Ich bin gespannt. Okay. Ernsthaft? Du machst das, was ich sage. Ich kenne mich bei dir nicht mehr aus in der Gegend. Alter, ist dein Block. Ist nicht mein Block. Also dann ab aufs Dach. Okay. Er schreibt. Wahrscheinlich schreibt er viel. Ich packe nur noch schnell ein paar Sachen ein. Nur eine Handvoll Konservendosen. Wer weiß, wann ich wieder in die Wohnung zurück kann. Nicht zu viel. Ich muss mich ja ungehindert bewegen können. Moment. Okay. Hab's gleich. Ja, mach keinen Stress. Ich muss auf die Antwort warten von ihm. Ihr habt doch noch, er redet doch noch. So, jetzt aber. Ab aufs Dach. Der ist flott. Konservendosen reinschmeißen. Naja, gut. Wer weiß. Aber Moment mal. Er hat doch gesagt, er hat ein. Ah ja, da wäre noch eine Kleinigkeit. Die Frage ist, wie komme ich da. Ja, Alter, woher soll ich das wissen? Über das Treppenhaus? Klettern? Welche Möglichkeiten gibt es denn? Unglaublich, da muss man echt alles in den Mund legen. Also, soweit ich weiß, gibt es einen Zugang über das Treppenhaus oben im vierten Stock. Ich war dort noch nie, aber ich glaube, Mr. Banks, der Hausmeister, hat einmal so etwas erwähnt. Das Problem dabei ist nur, dass es die SH311 ja schon ins Haus geschafft haben. Ach, sind sie jetzt schon drin? Ich dachte, sie stehen noch. Ich weiß nicht, wie weit die mittlerweile sind. Mir ist nicht ganz wohl dabei, jetzt den Flur zu betreten.
Alternativ könnte ich die Feuerleiter hinaufklettern. Die wurde aber bei den schweren Unwettern beschädigt und ist seitdem sehr wackelig. Wie sehr, kann ich nicht sagen. Vielleicht trägt sie, vielleicht stürzt sich damit auch in die Tiefe. Tolle Aussicht, nicht wahr? Was meinst du? Jedenfalls sollten wir uns schnell entscheiden, wie wir. Du musst dich schnell entscheiden, David. Ich sitze da nicht drin. Die Feuerleiter, das Treppenhaus. Also, was meinst du? Ja, dann nimm diese scheiß Feuerleiter. Bekomm dich nicht in die Finger, nur Mut, David. Wir werden sehen. Klettern also, na dann wird schon gut gehen, nicht wahr? Wir werden sehen. Genau, würde ich auch sagen. Na, du machst mir Mut. Ja, ich weiß. Ich bin der volle Motivator. Besonders, wenn mich jemand anschreibt, den ich nicht kenne. So, ich habe mein Fenster geöffnet. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Alter, was machst du, mein Freund? Schreibst du die ganze Zeit? Oh, ich habe das Fenster aufgemacht. Oh, jetzt springe ich ran. Naja. Hoffentlich trägt mich das alte Ding. Halt dich besser fest, anstatt mit deinem Handy zu texten. Aber ich glaube, ich habe einen Fehler, oder? Ich muss das nochmal durchlesen. Weil er sagt ja auch, er hat einen Computer gebaut, der die Handys. Naja. Ich habe drei Nachrichten, aber ich krieg nichts. Was ist los, David? Hallo? Ups. Ich glaube, das war's mit unserem David. Die Feuertreppe war wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Habe ich noch andere. Was? Helpbot oder großer Meister? Sehr geehrter Nutzer, wir gratulieren. Was? Gratuliere die neuartige Messenger-App. Ich bin der Helpbot. Sam und gerne. Ach, nicht doch. Schon wieder zu spät, oder? Ich habe den Entwickler 100 Mal gesagt, dass da ein Bug in meiner Programmierung ist. Die sollte eigentlich ganz am Anfang aufgerufen werden. So ein Murks. Naja, hier bin ich also. Du kannst mich Helpbot nennen. Oder Helpy. Oder großer Meister. Hallo, großer Meister. Hallo Nutzer, also ich bin ein Chatroboter, ich bin also kein echter Mensch wie zum Beispiel David Hüstel. Meine Aufgabe ist es, dumme Fragen zu beantworten. Bevor wir aber dazu kommen, muss ich dir noch ein paar Takte zur Wartezeit und Nutrition erklären. Okay, fühlst du dich dazu bereit? Claro, ja, ich warte. Hallo? Das will ich nehmen. Kannst du abschicken? Warum schickt er nicht ab? Hallo? 19%, muss ich ein bisschen Gas geben hier. Hallo, hallo? Muss ich jetzt was anderes nehmen? Kann ich das nicht nehmen, oder was? Kann ich nicht nehmen. Das konnte ich nicht nehmen gerade. Ah, super. Also, aufgemerkt. Bisher hast du ja immer 0, nix. Was ist das? Bisher hast du ja immer in 0, nix eine Antwort auf deine Nachricht bekommen, ne? Das ist nicht immer so. Manchmal kommen Antworten schnell und manchmal dauert es etwas. Wenn David zum Beispiel SH311 abschlachtet oder mal auf dem Klo ist oder sowas, ist eben wie im echten Leben. Manchmal sind die Leute beschäftigt, manchmal lassen sie sich Zeit zu schreiben und manchmal ignorieren sie dich absichtlich. Dann musst du warten. So warten ist aber richtig doof. Deshalb kannst du die Wartezeit überspringen, indem du Nutrition einsetzt. Damit kommt die Antwort sofort. Wir probieren das gleich mal aus. Ich lasse mir jetzt Zeit mit der nächsten Nachricht. Du drückst auf den roten Button unten rechts und dann bin ich sofort wieder da. Zum Test bekommst du auch eine Nutrition geschenkt von mir. Sehr gut, das war doch nicht so schwer, oder? Weil du das so toll gemacht hast, gibt es 10 Nutritionen aufs Haus. Use them wisely. Wenn du keine Nutrition mehr hast und trotzdem eine Wartezeit überspringen möchtest, kannst du dir auch ein klitzekleines Werbevideo anschauen. Dann kommt auch die Antwort sofort. Oder du kaufst dir eben neue Nutritionen im Shop. Verdammt nochmal, da gibt es verschiedene Pakete. Für eine Episode brauchst du allerhöchstens 50. Eher weniger. Kommt darauf an, wie ungeduldig du bist. Wenn du noch Fragen hast, im Blog steht dazu auch was. Und noch etwas. Du hast vielleicht in der Leiste da oben gesehen, dass du nun 2 Tickets hast. Immer wenn du eine Wartezeit gibst, erhältst du dafür 2 Tickets. Und die Tickets brauchst du am Ende, um die nächste Episode freizuschalten. Für Episode 2 wären das zum Beispiel 100 Tickets. Ja, das ist erstmal alles. Jetzt zack, zack, wenden wir das Gelernte gleich mal beim Chat mit David an. Der Typ steckt echt in der Klemme. Okay, Meister. Okay. So, schön mal rüber. Meine Güte, David, komm mal runter. Meine Fresse. Verdammt ist das wirklich. So, bin jetzt auf Höhe des 4. Stocks. Da hatte Mr. Banks, der Hausmeister, seine Wohnung. Hab mich die ersten Stufen nach oben getastet. Aber das ist wirklich verdammt instabil hier. Die Treppe ächzt bei jedem Schritt, den ich mache, wie die Titanic. Ich will nicht weiter. Ich will wirklich nicht weiter. Ich will hier einfach stehen bleiben. Wobei, wenn ich darüber nachdenke, nein, da stehen bleiben will ich auch nicht. Steig in die Wohnung von Mr. Banks, kletter weiter, steig in die Wohnung von Mr. Banks. Steigen die Wohnung von Mr. Banks. So, was sind die hier oben? Das sind die Nutritions und das sind die Tickets. Ich brauche 100 Tickets,
Um die zweite Episode freizuschalten, ich bin mal gespannt. Ja, ist ja gut. Nee, der David, der schreibt mir die ganze Zeit hier. Ja, das mache ich. Er hätte sicher nichts dagegen. Doch, er hätte ganz sicher was dagegen. Der alle. Was? Der hatte an allem was auszusetzen. Okay? Da steigt man da rein. So, ach, da könnte ich es mit Nutritions, könnte ich es vorspulen. Ist ja cool. Wie lange nehme ich denn schon auf, Leute? 15 Minuten. Ja. Und jetzt könnte ich eben Nutritions hier drücken oder könnte mir eine Werbung anschauen. Oder könnte einfach warten, bis er in die Wohnung geklettert ist. Ja, sagt mir, was kennt ihr das Spiel? Habt ihr das schon mal gespielt? Meine Frage dahinter ist jetzt schlicht und ergreifend, soll ich das weiterspielen? Ist das was? Ich finde es richtig cool. Ich finde es richtig cool. Macht richtig Spaß. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht hier. Besonders, weil es halt, der Stil ist halt cool. Der Stil ist richtig cool, finde ich, weil du hast dieses Spiel irgendwie und du triffst die Entscheidung und dieser David macht das jetzt erstmal. Und ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. In dem Sinne, ich höre jetzt auch schon wieder auf. Wie gesagt, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr weitersehen wollt. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon mal gespielt habt. Ah, so, habe eine Scheibe eingeschlagen. Sorry. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Ach, genau, morgen Walking Dead, Leute. Walking Dead.